Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Review des Android Radios von Join. Ja, wie ihr seht, habe ich das Radio noch nicht eingebaut. Ich werde es auch nicht im Detail einbauen. Wer sich ein Radio-Einbau anschauen will, der kann auf eins meiner älteren Videos zugreifen. Dort ist es ziemlich gut erklärt, beziehungsweise habe ich ziemlich gut erklärt, wie ich so Android-Radios einbaue. Ja, das Unboxing für alle, die sich dafür interessieren, das findet ihr in dem Video, welches ich jetzt hier zuvor gepostet habe. Und zwar geht es um dieses. Ja, wie ich schon zuvor erwähnt habe, gefällt es mir besonders aufgrund der vielen Knöpfe. Die finde ich richtig gut, denn damit hat man einen Schnellzugriff auf bestimmte Funktionen. An dieser Stelle vielen Dank an Join. Join hat mir dieses Radio zur Verfügung gestellt, damit ich ja dieses Unboxing-Review und Zubehör-Einbau noch verfilmen kann. Das Zubehör allerdings kommt erst in den nächsten zwei Folgen. Und zwar baue ich da eine DAB Plus Antenne ein und eine Frontkamera, die den Verkehr nach vorne hin aufnimmt. Also, wie heißen die Kameras? Dashcam. Ganz genau, eine Dashcam. Aber wie schon gesagt, in den nächsten Videos. Ja, bevor ich jetzt mit dem Einbau anfange, hier erstmal die Sicherungen für das CD-ROM-Laufwerk. Die Schräubchen müssen entfernt werden. Macht man das nicht, kriegt man Probleme, kann sogar vielleicht das CD-ROM-Laufwerk zerstören. Ich weiß es gar nicht. Aber das ist nur für den Transportschutz, damit das CD-ROM-Laufwerk nicht kaputt geht während des Transports. Und jetzt, wenn wir die Schrauben rausziehen, dann ist das CD-ROM-Laufwerk schwimmend gelagert. So, wenn man über Löcher fährt, über Schlaglöcher, dann bleibt die CD nicht stehen. Gut, ich würde sagen, nicht viel Schnacken, fertig machen. Das ganze Zubehör ab ins Auto. Wir machen einen ganz schnellen Einbau und fangen sofort mit dem Review an. Das Review wird allerdings nicht alles jetzt an einem Stück sein. Ich werde verschiedene Momente aus verschiedenen Situationen rausnehmen. Je nachdem, was sich gerade ergibt, werde ich mir die Kamera schnappen, einmal kurz was drehen und euch das alles im Detail erklären. Ja, das Radio einbauen. Die Blende muss dafür ab. Die Schrauben müssen raus. Radio rausziehen. Und das neue Radio kann jetzt auch schon fast rein. Na, nicht so ganz. Die ganzen Adapter, wie der Controller für das CAN-Bus und ja, der Radioadapter und Antennenstecker, das schließe ich eben alles schnell an. Rückfahrkamera anstöpseln. Auch dieses Video könnt ihr in einem meiner vorherigen Videos euch raussuchen. Wie schließe ich eine Rückfahrkamera am Golf 6 an? Oder auch am Tiguan, am T5 und. Da habe ich etliche Videos zu. Ja, Radioantenne. Das externe Mikrofon werde ich nicht anschließen, denn hier in diesem Radio befindet sich hier oben ein Mikrofon. Und wenn dieses gut funktionieren wird während der Fahrt, dann werde ich es so lassen. Wenn es nicht gut funktioniert, dann schnappe ich mir das externe Mikrofon und verlege es hier irgendwo, damit der Sound halt besser rüberkommt. Schließen an die GPS-Antenne. Dann schließe ich jetzt schon das Stromkabel an. Sonst sind keine weiteren Stecker notwendig, denn die USB-Kabel, die sind hier schon mit am Radio dran. Die werde ich jetzt einfach hier unten lang ins, in das Radio reinziehen, beziehungsweise ins untere Handschuhfach. Ja, und dann sind wir auch schon fertig damit. Ja, Leute, willkommen im Hauptmenü des Radios. Und als erstes, was mir auffällt, ich habe hier irgendwas auf dem Display, sieht aus wie ein Strich, und diese nervigen Geräusche, ne? Das piepst, das ist echt nicht auszuhalten. Deshalb Nummer 1, wir gehen in die Einstellungen und machen erstmal das Gepiepse aus. Ja, so, herzlich willkommen im Hauptmenü, das Radio ist gestartet und das ist der Startbildschirm. Der ist mittlerweile so ein bisschen modifiziert, weil es ein paar Tage her ist. Meine Frau hat sich den angepasst, ein paar Apps installiert, aber die grundlegenden Sachen, die wir zu diesem Radio wissen müssen, die finden wir trotzdem hier noch.
Als erstes stört mich hier dieses total nervige Piepsen. Immer wenn ich so ein Radio anmache, dann piepst es erstmal. Wichtig ist hier, das muss sofort ausgeschaltet werden. Dafür gehen wir einmal oben rechts in die Einstellungen und dann gehen wir, wir wären normalerweise hier in den obersten Menü, Geräteeinstellungen, Ton und den Tastenton, den können wir jetzt ausschalten. Somit, wenn wir jetzt irgendwas drücken, haben wir keinen Tastenton mehr. Ja, Leute, das nervige Piepen hat jetzt endlich ein Ende. Ich habe jetzt dieses Stück ein bisschen zwischengeschummelt. Es ist bereits dunkel draußen. Und zwar habe ich eine ganz wichtige Sache vergessen. Und beim Schneiden ist mir das aufgefallen, dass ich eine App oder beziehungsweise eine Funktion des Radios nicht vorgestellt habe. Und die wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen. Und zwar ist es oben rechts dieser Knopf mit den zwei Bildschirmen. Viele von euch kennen das, um Apps zu beenden. Aber hiermit kann man was ganz anderes machen. Und zwar kann man jetzt hier als Beispiel, nehme ich meine Navigation, halte ich fest, ziehe auf den linken Bildschirm und die Navigation wird angezeigt. Jetzt steht hier der Sicherheitshinweis, Achtung, vielleicht wird die Navigation nicht korrekt angezeigt, weil die halt nur auf einem halben Bildschirm angezeigt wird. Und dann können wir jetzt auf die andere Seite eine andere App starten. Jetzt muss man aber aufpassen, bei manchen Apps steht schon, das Teilen des Bildschirms wird in dieser App nicht unterstützt. Ja, da muss man natürlich die richtige App haben. Hier ist zum Beispiel eine MP3-Spieler-App. Diese unterstützt den geteilten Bildschirm nicht. Aber ich habe noch eine andere MP3-App. Und zwar wäre es diese hier. Einfach nur MP3-Player. Heißt also, auf der linken Seite navigieren, auf der rechten Seite kann ich ja meine Playlist, in der Playlist stöbern oder der Beifahrer, während man weiter navigiert. Was funktioniert hier noch? Wir schauen einmal, was wir noch hier auf der rechten Seite starten können. Zum Beispiel Torkur. Torkur würde funktionieren. Was können wir noch machen? Und jetzt probieren wir das mal mit dem Radio. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Denn das Radio, hier steht es schon, der Bildschirm wird nicht unterstützt. Mache ich gerade mal an. Das Radio öffnet sich auf dem kompletten Bildschirm. Ja, das war's. Eine richtig coole Funktion. Ich würde sagen, weiter zum Hauptmenü und wir gehen durch die ganzen Einstellungen und schauen uns das Radio einfach mal im Detail an. Gucken wir uns als erstes am besten die Systemeinstellungen an, beziehungsweise was das Gerät alles überhaupt drin hat. So, und da drücken wir einmal über diese Automaschine, hört sich schon witzig an, ist aber so, Automaschine Android 8.0, dann haben wir hier, wo steht der Prozessor, hier ist er, CPU-Info, 8-Core, 2x32 GPX5, ja, 8 Kerne, Leute, das ist schon, ja, eine gute Hausnummer. Und wo steht der interne RAM-Speicher? Der Speicher muss hier auch irgendwo stehen. Den RAM-Speicher, den finden wir gleich unter den anderen Eigenschaften raus, aber hier, ein HD-Bildschirm, 1024x600 Bildpunkte. Und was gibt es hier noch weiteres? Ja, Seriennummer, ja, einfach ausgenullt, ist auch witzig. WLAN-Adresse, okay. Das wäre es zu diesem Menü. Und wir gehen mal weiter in die Geräteeinstellung und schauen uns den Speicher mal an. Ja, wir haben von 32 GB insgesamt, haben wir bereits 9 GB verwendet. Ja, hier sind einige Apps drauf installiert. Und dann gibt es noch eine SD-Karte, die habe ich gerade reingeschoben. Die hat auch nochmal 32 GB. Also Leute, ich würde sagen, reichlich RAM. Und ja, durch eine SD-Karte kann das auch noch gut aufgerüstet werden. Das ist schon, ja, nicht schlecht. Die SD-Karte habe ich übrigens nur reingemacht, um die Bildschirmaufnahme jetzt zu starten. Übrigens, nehmen wir beibemerkt, das Radio ist aktuell mit WLAN verbunden. Ich stehe vor dem Haus. Es sind ungefähr 20 Meter bis zum Repeater. Und das Internet funktioniert gut. Man kann es hier auch sehen. Es werden gerade Downloads durchgeführt. Gut, WLAN-Einstellungen. Hier haben wir die ganz normalen Möglichkeiten eines Android-Gerätes. Hotspot oder Flugmodus. Flugmodus, wofür braucht man das? Hier braucht man es natürlich nicht. Dann haben wir die Geräteeinstellung und die Anzeige. Fangen wir ganz oben an. Da haben wir die Anzeige, Hintergründe, Bilder, Hintergründe. Das sind unter jeder Rubrik verschiedene Bilder hinterlegt. Ihr könnt euch das einmal hier so anschauen. Das wäre möglich. Ja. Das sind schon die vorinstallierten Hintergrundbilder. Ich drücke oben links auf Hintergrund auswählen und dann ist es auch schon, wenn ich ins Hauptmenü gehe, mein Hintergrund. Der nervige, bewegliche Live-Hintergrund, der hat sowieso genervt. Ich zeige euch den gerade jetzt noch einmal.
Und zwar Anzeige Live-Hintergründe. Dieser hier, ja, total nervig. Also mir gefällt das irgendwie gar nicht, ist nicht mein Geschmack. Aber Musikvisualisierung, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Das lasse ich mal drauf. Ich würde mal gucken, lass uns mal was einschalten hier. Ja, ich muss das einfach mal testen während der Fahrt. So, dann haben wir die Toneinstellungen. Da haben wir ja gerade den Tastenton ausgeschaltet. Loudness, also ich empfehle Loudness anzumachen. Der Klang ist wirklich satt und richtig cool. Also der hört sich richtig gut an. Amp-Schalter heißt also für die Endstufe, den brauche ich nicht. Der ist ausgeschaltet. Und dann haben wir einmal die Equalizer-Einstellungen. Das ist eine ziemlich coole Sache, speziell ja Equalizer-Einstellungen, sich den Ton einzustellen. Einfach mal die Teile hier so, ja, hoch und runter schieben, wie man es möchte. Also man kann richtig viel an Ton rausholen. Und dann gibt es natürlich auch die vorgefertigten Töne bzw. Musikstile, die man haben kann, bzw. Tonklänge. Ich mache es auf Benutzer definiert, dann ist es so, wie es mir am besten gefällt. Unten rechts auf die Lautsprecher gedrückt und da sehen wir irgendwie so ein Fadenkreuz. Und wenn wir dieses Fadenkreuz bewegen, dann können wir die Lautsprecher vorne links, vorne rechts, hinten rechts, hinten links aktivieren. Treibermodus wäre Fahrerseite hauptsächlich, dass der Ton auf der Fahrerseite rauskommt. Beifahrermodus auf der Beifahrerseite. Rückmodus einfach nur zentral, aber halt etwas weiter hinten. Und ganzer Modus ist einfach, ja, alle vier Lautsprecher sind aktiviert. So, Schritt zurück und dann wären wir jetzt auch schon bei Gemeinsame. Gemeinsame, was das bedeutet, ja, pff, das muss man sich einfach mal denken, aber hier haben wir in diesem Menü mit integrierter Taste starten. Ja, ist auf On, das lasse ich auch so, diese Taste habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Parkbremse seitlich, ja, das bedeutet, ob man die Parkbremse links am Fuß hat, ist ausgeschaltet. Ich habe einen Golf, der hat die Parkbremse in der Mitte bzw. in der Mittelkonsole. Autonavi. Wenn man diesen Knopf anmacht, dann wird jedes Mal, wenn man ins Auto einsteigt, die Zündung anmacht bzw. das Auto startet, das Radio startet sich hoch, wird automatisch die Navigation mit eingeschaltet. Das habe ich ausgemacht, das ist nervig. Ich will nicht, dass die Navigation eingeht, wenn ich ins Auto einsteige. Ja, OSD-Zeit ist auf On. Und dann haben wir die Temperaturanzeige, die können wir einmal auf Fahrenheit und auf Grad Celsius einstellen. Spiegeleinsicht von der Rückfahrkamera. Ich zeige euch das gerade einmal. So, jetzt ist die Rückfahrkamera aktiviert und jetzt machen wir mal Spiegelansicht. Wohl bemerkt, Ende des Bürgersteiges ist unten rechts. Spiegelansicht von der Rückfahrkamera on. Und jetzt haben wir das genau spiegelverkehrt. Der Bürgersteig, das Bürgersteigende oder der Anfang ist jetzt auf der genau gegenüberliegenden Seite. Und noch eine coole Funktion, schaut euch das mal an. Ich drehe das Lenkrad und über das Lenkradmodul werden die Streifen mitgesteuert, wo man ungefähr reinlenkt. Aber verlasst euch nicht darauf oder verlasst euch nicht darauf, denn das Auto ist breiter als die Streifen es anzeigen. So, Spiegelmodus natürlich wieder deaktivieren. Stummmodus beim Rückwärtsfahren. Ja, ist jetzt auf an. Ich mache es jetzt wieder aus. Das bedeutet, wenn man die rückwärts fährt, dann wird die Musik komplett ausgemacht. Ich mache es einfach jetzt, dieses mache ich aus. Heißt also, die Musik soll spielen, wenn ich rückwärts fahre. Hintergrundbeleuchtung. Zeitgesteuert. Ja, das ist eine gute Sache. Wenn ich es jetzt auf Off mache, wird der Bildschirm dunkler. Mache ich es auf On, dann geht die die Hintergrundbeleuchtung ist jetzt heller. Sobald es dunkel wird, wird es automatisch dunkler. Ist halt zeitgesteuert. Schalter der Standardlautstärke. Ja, das ist natürlich blöd, dass hier keine Beschreibung ist. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Schalter der Standardlautstärke. Kann man hier eine Info rausholen? Nein, normalerweise wäre es schön, wenn man hier drauf drücken würde und es würde ein Pop-up kommen, was man damit genau machen kann. So, GPS Mix. Ja, GPS Mix, das weiß ich zufällig. Und zwar, wenn man diesen betätigt, dann wird ein noch genauerer Standort vom Fahrzeug definiert, festgestellt. So, Laterne-Einstellung, das ist sehr witzig, dass es Laterne heißt. Laterne heißt die Knöpfe, in welcher Farbe die leuchten sollen. Ich habe Rot ausgewählt, man kann sich hier auch Weiß, Blau, Grün oder Beliebigkeit nach
beliebig nach Fahrzeugfarbe raussuchen. Ich habe es in Rot, weil die komplette Fahrzeugbeleuchtung hier in Rot ist. Bestätigen, fertig. Ihr solltet wissen, wenn ihr das auf weiß macht, es wird nicht wirklich weiß, es wird so ein bisschen grünlich, vielleicht sogar türkis dargestellt, nicht wirklich weiß. Tonmischungsskala, das ist auf volle Pulle eingestellt. Und zwar, warum ist das auf volle Lautstärke? Das ist für die Navigation. Und zwar wird hier der Ton gemischt. Wenn Musik im Hintergrund läuft und man benutzt die Navigation, da hat meine Frau sich beschwert, und zwar, dass man die Navigation gar nicht hört. Die Musik wird zwar leiser, aber die Navigation ist dann auch extrem leise. Deshalb habe ich das hier auf volle Lautstärke gemacht, damit man die Navigation überhaupt hört. Leider kann man hier nicht im Detail einstellen, wie leise die Musik werden soll, wie laut die Navigation. Das ist hier nicht möglich. Aber gut, jetzt in diesem Moment wird die Musik nicht leiser gemacht, aber dafür ist die Navigation laut genug. Lautstärkenreduzierung beim Einparken. Hier kann man natürlich jetzt, wenn man rückwärts fährt, wenn man jetzt den Rückwärtsgang einschaltet, dann kann man die Musiklautstärke reduzieren, damit man weiß, aha, Rückwärtsgang ist drin, oder ja, wie man meint, ne? Das ist, die Lautstärke wird auf jeden Fall hier reduziert. Standardvolumen beim Starten ist ja eigentlich eine ganz klare Sache. Wenn ich ins Auto einsteige, das Radio startet neu, dann habe ich die Lautstärke in der Stufe 18. Man kann bis 36 hochgehen, heißt also in diesem Fall, mittlere Lautstärke ist aktiviert, wenn man in das Auto einsteigt und das Radio sich startet. Einstellungen der Lenkradsteuerung. Ich habe leider keine Lenkradsteuerung, aber wenn ich jetzt da drauf drücke, kann ich einen beliebigen Knopf drücken und der zieht aus dem CAN-Bus sich die Information, welche zum laut, leise, weiter, zurückschalten ist, würde er sich in diesem Fall ziehen. Ihr könnt das sehen, dass oben die 255 hoch und runter springt. Ja, das sind halt die Informationen vom CAN-Bus. Die werden sich auch nicht verändern, weil ich halt keine Lenkradsteuerung habe. Aber wenn ihr es interessiert, in Kürze oder bald kommt ein Video mit einem Tiguan, der hat eine Lenkradsteuerung und es funktioniert deluxe, ohne etwas anzulernen. Das muss ich dazu sagen, ohne etwas anzulernen. Bei CAN-Bus-Fahrzeugen muss man nichts anlernen, anschließen und es funktioniert. So, Navigations-App, das ist cool. Hier hat man nämlich den Knopf für die Navigation. Und diesen Knopf, da muss man nicht unbedingt die Navigation reinmachen. Hier kann man beliebig irgendeine App damit anmachen. Das zeige ich euch mal eben. Ich drücke es hier. Und hier werden mir alle Apps angezeigt, die ich auf dieses Gerät installiert habe. Und damit kann ich diesen Knopf definieren, welche App sich starten soll. Heißt also, ich könnte jetzt in diesem Fall einfach Spotify anmachen. Wenn ich den Navi-Knopf drücke, öffnet sich Spotify. Ja, kann man machen, wenn man möchte. Aber ist halt nur so eine Info für euch. Kopie der Kartendaten. Ja, hier kann man sich die Kartendaten kopieren, zum Beispiel von SD-Karte aufs Gerät oder vom Gerät auf die SD-Karte. Position der Fahrertür, ja, das ist hier speziell. Sind wir hier in England oder in Deutschland oder Europa oder überhaupt irgendwo? Wo ist das Lenkrad, links oder rechts? Das hängt mit der Bedienung des Radios zusammen, beziehungsweise auch vielleicht mit den CAN-Bus-Daten. Home Launch Android 4. Ja, hier drücke ich mal gerade drauf, aber ich würde es nicht testen. Ich habe es einmal getestet und dann wollte das Radio nicht nochmal hochfahren. Ich habe es dann nochmal über den Reset-Knopf hochgefahren und musste dann wieder auf Launcher 4 zurückschalten. Dann funktionierte alles wieder wunderbar. So, dann werden wir durch das Menü gemeinsam einmal durch und dann gehen wir auf einmal auf Fabrik. Fabrik, hier muss man einen Code eingeben, den habe ich nicht, den hat mir der Hersteller auch nicht zur Verfügung gestellt. Ich probiere mal was, 126, bestätigen, geht nicht. Ah, das ist, wäre schön, wenn man den hätte, aber ich wette, wenn man in dieses Menü reinkommt, kann man bestimmt ein bisschen was, ja, auch kaputt machen. Unter persönliche Einstellung haben wir den ersten Menüpunkt sicher. Und sicher ist hier, ja, es ist die Sicherheit gemeint. Hier kann man wie beim Handy zum Beispiel eine Displaysperre einrichten. Über eine PIN, über ein Passwort oder einfach über ein Muster oder streichen. Das möchten wir nicht. Dann haben wir die Einstellungen für den Sperrbildschirm, Smart Lock. Die üblichen Sicherheitseinstellungen eines Android-Gerätes. Hier möchte ich aber nichts verändern. Dieses Radio muss einfach nicht gesperrt werden. Sprache und Eingabemethoden. Ja, hier
suchen wir uns aus unsere Sprache, welche Sprache wir benutzen. Und ja, diese ist in diesem Fall natürlich Deutsch. Ihr könnt natürlich da ein bisschen mit rumspielen, beziehungsweise euch eure Sprache eures Landes drauf installieren. Die Google-Einstellungen, ja, hier sind wir im Google-Konto und genau das gleiche hier. Google-Konto, Sicherheitseinstellungen, Kontoeinstellungen, ja, sind die typischen Google- oder Android-Geräte-Einstellungen. Backup und Zurücksetzen, für Backup und Zurücksetzen muss man sich auch wieder einloggen. Den PIN habe ich auch nicht. Und zwar wäre das hier, um dieses Gerät einfach auf den Werkszustand wieder zurückzubringen. Ah, jetzt habe ich das Menü komplett verlassen. Moment, wieder gestartet. Und dann gehen wir einmal aufs Konto. Und hier haben wir das Google-Konto, welches, ja, mit welchem wir hier in, ja, mit diesem Gerät verbunden sind. Das muss man auch machen, wenn man in den App Store einkaufen will oder ähnliches. Dann muss man sich natürlich ein Google-Konto einlegen. Dann gehen wir auf die Systemeinstellungen. In den Systemeinstellungen haben wir einmal die Uhrzeit. Die müsst ihr euch am besten einmal kurz definieren, denn original habt ihr die chinesische oder japanische Uhrzeit, das, und das Datum passt nicht. Dann haben wir einmal zugänglich, was das wohl bedeutet. Kurzbefehle für Bedienungshilfen, Text in Sprache, Ausgabe. Ja, die ganzen Gadgets, die ein Android ja auch eigentlich im System hat. Dann haben wir hier einmal die Entwickleroption. Hier komme ich auch nicht rein. 0126 geht auch nicht. Echt schade. Oh, jetzt habe ich das Menü schon wieder ausgemacht. Ich drücke immer auf den Home-Button. Und dann haben wir natürlich auch über die Automaschine, da waren wir ja schon gerade drin, haben wir uns den Prozessor angeschaut und das wäre es in dem Menü. Ich muss ja auch sagen, meine Frau, die benutzt das Radio schon ziemlich lange und es ist wirklich flüssig. Es hängt nicht, sie hört überwiegend Musik über den USB-Stick und ist ja bis jetzt ziemlich zufrieden. Ja, dann starten wir einmal auch nochmal den App Store, das wollte ich euch zeigen. Internet verbinden. App Store starten und dann könnt ihr euch beliebige Apps runterladen. Was hier auch cool ist, und zwar haben wir hier schon die Torqueware App vorinstalliert und da solltet ihr unbedingt testen. Seid euch nicht zu schade und gebt den 10er aus für so einen OBD-Adapter. Verbindet das mit dem Radio, denn das macht schon reichlich Spaß, beziehungsweise man kann hier viele schöne Sachen mit den Torqueware machen. Einfach nur so, ja, das ist einfach nur ein Spielzeug oder aber kein Spielzeug, wenn man die Motorlampe leuchtet, dann kann man die nämlich resetten, Fehlerspeicher auslesen und alles. Aber dieses Video kommt auch in einem der nächsten Videos, die ich ja für euch machen werde. Ja, Leute, das war das Review für das Android-Radio von Joyng und ich denke, es ist eine super Sache. Es funktioniert gut, hängt nicht, sieht richtig super aus. Ich zeige euch jetzt noch einmal gerade, wie das hier aussieht bei Tageslicht, denn in Dunkelheit kann man es nie erkennen. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das ist die Optik. Ist schon sehr, sehr schön. Hier die Navigation, wenn man die betätigt. Dann geht die Navi an. Ich habe in diesem Fall Scout installiert. Und dann kann man hier sich die Musik starten. So, die Lautstärke ist natürlich jetzt gerade auf Null. Ich habe die leise gemacht. Ich will kein Theater mit irgendwelchen Urhebern haben, dass ich irgendwelche Musik geklaut habe. Deshalb, die Lautstärke ist hier aus. Ja, Leute, das war's vom Review. Ich bedanke mich ganz herzlich, Leute. Lasst mir eure Kommentare unten in der Kommentarbox. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen was unten da reinschreibt, wo ich mich vielleicht nachrichten kann, wenn ihr was Spezielles noch sehen wollt. Ja, und an dieser Stelle, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Wir sehen uns auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.